Feuer zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SkyQuest. Mit Katze und Balui. Was ist auch noch ein Geräusch, das du machst? Feuer Jo. Erzählt das Geräusch? Ich glaube ja. Ja, das ist meine Begrüßung. Machst du dich jetzt auch noch über meine Begrüßung lustig? Nein, ich will nur wissen, welches Geräusch du sagen solltest. Wusch. Für Feuer. Wusch. Wusch für Feuer. Ist nicht gut? Wusch. Ich kann mir so vorstellen, dass du bei diesem Wusch für Feuer jetzt das Intro reinschneidest. Ja, das ist doch, in dem Intro macht es Wusch. Ja, schon klar. Machst du dich... Ja, Katze, macht sich immer nur über mich lustig. Das ist gar nicht wahr. Doch wohl, frag meine Zuschauer. Zuschauer, macht Katze sich lustig über mich? Ja, ich denke schon. Ja, frag meine Zuschauer und Balui gibt die Antwort. Läuft bei dir. Hier. Möge das Wasser mit dir sein. Ich ertrinke. Ich weiß, wusste nicht, dass man anhand einer Gießkanne ertrinken kann, aber ist schon okay, dass du da dran ertrinkst. Du, also, wenn ich eine Gießkanne in der Hand habe, dann Ende. Das ist... Das wie, ist schon Ende? NATO, nein, wir haben gerade erst angefangen, jetzt hör doch mal auf. Verboten worden, mit Gießkannen zu arbeiten. Ach so. Ich zu awesome bin. So, jetzt habe ich einen Tesseract, wo stelle ich den hin und warum? Was 2 Minimum. Ja, habe ich. Wo darf ich den hinstellen? Hier? Da? Da steht er gut, ja. Und dann nehme ich mir den jetzt einfach mit und sage Tschüss, Balui, mach's gut. Ich kann noch einen bauen. Der war jetzt nicht so aufwendig. Projekt. Tschüss. gehst du einfach offline mit dem Scheißding. Ich wollte wissen, wo du ihn hier hinstellen willst, du Arsch. Komm her und mach das. Hui. Schließ es irgendwo an, wo es Sinn macht. Wo es Sinn macht? Ja. Ich würde mal hier sagen. Oben direkt auf die Zelle würde ich es draufsetzen als Ausgang. Ja. Deswegen so. Und dann konfigurieren wir ihn mal so, dass wir hier jetzt sagen, Energy Mode Send Only. Ja, reicht ja. Das ist dann alles, was wir brauchen. Und dann machen wir hier einfach Hauptstrom zufügen, setzen. So, jetzt gibt's Frequenz 1, Hauptstrom. Gut. Setzen. Zack. Und wir wollen Items nichts, Fluid nichts und Energy Receive Only, sehr warum gut. Warum wollt ihr Item nichts? Weil du ein Nervendegen, ein Nervenbündel bist, so. Ich bin ein Nervendegen. Hungar, Talaya. Leute, könnt ihr euch das vorstellen, wie anstrengend das ist? Early ist ein Witz dagegen. Ich bin ein Nervendegen. Oh, mehr als das. So, dann stell mal deinen Harvester dahin und dann zeige ich dir, wie geil das funktioniert. Mir war das nicht geläufig, weil Louis wusste etwas, was Katze nicht weiß. Ist mir gerade nur so. Hast du ein Harvester mit? Ja, danke schön. Das ich hasse dich. Bringst du jetzt mal was mit? Das Ego größer ist als die Katze. Los, bring dein Harvester. Ach, du machst den Scheiß da unten. Oh, mach's halt allein. Ja. Ja. Harvester, so. Hab ich. Bring mal einen Trashcan mit. Wir haben keine Trashcan mehr. Dann bring eine Kiste mit. Warum sollten wir eine Trashcan überhaupt mitnehmen? Ja, um das Slush abzufangen. Ja, dann brauchen wir eine Fluid Trashcan. Die kann ich mitnehmen. Gibt es da welche unterschiedliche? Ja, es gibt welche für Energie, welche für Fluids und welche für Items. Also wer will denn bitte schon Energie wegschmeißen? Oh, das ist zum Beispiel ganz gut, wenn du einen Reaktor hast, der explodieren kann. Oh. Wenn er zu viel Energiespeicher hat und okay. Weiter produziert, wenn nichts da sein soll, dann ist das ganz cool. Oh ja, ich seh's. Das ist sehr geil. Ja, ne? Milde gesagt ist das sehr geil. Also. Das Problem ist, wir brauchen ein Upgrade, was alles haben wir, haben wir im System Lapis-Upgrades. Die reichen genau aus. Eine Radiuserhöhung. Nee, reicht nicht. Eins reicht nicht. Doch. Eins reicht nicht. Das hat nach hinten 2 rein. Es ist eine radiale Erhöhung, Balui. Was für ein Radium? Hier, wir haben hier ein 3x3-Feld. Ja. Eine radiale Erhöhung um 1 macht ein 5x5-Feld aus einem 3x3-Feld. Weil es an beiden Seiten einen einzigen Radius dazu gibt. Ach, so funktioniert das. Ja, alles ja. Gut. Damit verschiebt sich übrigens auch der Fokus 1 weiter nach vorne. Deswegen passt das dann, dass der da stehen bleiben kann. Okay.
Du weißt, dass die Chest dann relativ schnell voll sein wird. Wir können das Tesseract auch für die Itemübertragung und dann ins ME-System verwenden, oder? Rein in der Theorie können wir das machen. Mit einem Interface geht das sogar noch schneller. Ja. Das Problem ist, dass unser System dann nach einer Zeit wieder geflutet werden könnte. So, jetzt guck, siehst du? Jetzt ist es so. Ja, ist gut. Gehört. Sehr nice. Willst du das andere auch daran anschließen? Macht das überhaupt Sinn? Oder macht eigentlich nur das Redstone gerade Sinn? Also das Redstone gerade im Moment macht sehr viel Sinn. Die anderen Sachen ist halt die Frage, wenn wir jetzt irgendwann Beef Wellington auf Autocraft haben, dann wäre das vonnöten, aber bis jetzt wäre es nur Energieverschwendung, würde ich sagen. Gut. Der Tesseract steht relativ mittig, also man kann es dann hinsetzen, wo man will, also ist okay. Und diese Sprinkler, die sorgen jetzt dafür, dass die dauerhaft schneller wachsen? Nein. Die Sprinkler sorgen dafür, dass die Sachen automatisch, ohne dass du eine Water Source gestellt haben musst, besser versorgt sind, sagen wir es mal so. Ach so, also machen die gar nicht, dass es schneller geht, sondern nur, dass ich keine Wasserquelle brauche. Die watern das nur. Ja. Wir können aber später die Sachen noch pushen. Aber die Tatsache, dass... Guck mal hier, ich brauche mir nur 3 Sekunden mit einer Gießkanne hinstellen, das wächst alles wie Sau. Ja. Das ist halt schnell gemacht, das Redstone. Das ist echt... Ja gut, das generiert jetzt passiv Redstone, also kann man sich nie beschweren. Das ist ja nice. Haben wir schon mal keinen... aber ich glaube, wir haben eh ohne Ende Redstone. Unsere Dust-Verarbeitung, wir haben hier drin mehr als 5 Redstone-Blocks. Also 5 Stacks Redstone-Blocks. Okay. Nee, 4 Stacks. Vielleicht. Also es ist theoretisch ein Pferd, das wir gesattelt haben, das vorher schon Auto fahren konnte, aber ja, ich passiert. Bin auch der Meinung, wir sollten jetzt mal die Umstellung hier machen und mal nicht mehr nur noch das 7, sondern mal eine Weile wieder Sand 7, weil wir brauchen nämlich Elorio. Nicht nur das, auch alles drumherum. So, ich wollte aber gerne ein bisschen was an der Energieproduktion machen. Wenn Katze da unten Lava macht, gucke ich mal schnell, dass wir diese beiden Produktionseinheiten mit der Batterie irgendwo hinstellen, wo ich da auch ein ME-Kabel anschließen kann. So, jetzt haben wir unsere Lava-Produktion um 6 Crucibles erweitert. Ja. Frage, ob das jetzt schon reicht. Das ist groß. Es reicht noch. Also der Lava-Generator ist schon wieder leer. Nein, reicht nicht. Scheiße. Aber es ist schon... Aber der untere bleibt voll mittlerweile. Ja, warte mal, vielleicht muss der untere auch erst voll werden. Richtig voll. Dass die... Boah, der ist jetzt so, dass er voll ist. Okay. Nee, dann fehlt aber nicht mehr viel. 1 oder 2 Crucible vielleicht? Denke ich mal. Ich denke, viel mehr wird nicht fehlen. So, Wir haben hier sowieso so ein riesiges Chaos. Rein in der Theorie müssen wir nächste Folge einfach mal... Folge komplett alles vom Strom nehmen und unsere Stromverbindung an und für sich mal abnehmen. Hallo, und die sehen geil geordnet aus. Aufbauen. Ja, aber wenn wir es geordnet aufbauen, weil momentan haben wir hier eine Energieversorgung, die limitiert wird durch eine Energy-Zelle, anstatt dass wir alles direkt einspeisen. Wo? Das durch diese hier unten? Ja, ja. Ja, aber die verteilt doch alles super. Ja, die verteilt super. Das Problem an der Sache ist aber wiederum, dass diese Energy Cell hier unten zum Beispiel fürs ME-System zuständig ist. Bedeutet, wenn wir hier unten keine Energieverbindung mehr haben, bedeutet hier unten keine Energie produziert wird und das Ganze oben auf Autarkenstrom läuft, haben wir unten kein ME-System mehr. Ja, okay. Ich überlasse das mal der Katze, das auseinander zu pflücken, weil das übersteigt immer meine Kompetenz. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Im Moment, du kannst ja schon anfangen. 9 Minuten haben wir gerade aufgenommen. Kann ich das ME-System trotzdem, kannst du mir die Zelle ans ME-System wenigstens anschließen, dass ich ein bisschen dran arbeiten kann? Ja, das machen wir dann jetzt. Das mache ich jetzt kurz, dass die Zelle dann im ME-System hängt. Weil ich wollte mal gucken, es gibt ja hier beim Energiegenerieren, da sind wir ja noch längst nicht durch alle Quests durch. Was ist denn? Energy, Power Grid, oh doch. Okay, es fehlt nicht mehr viel. Schade. Da kriegt man jetzt auch nichts viel. Der Bioreaktor und der Biofuel Generator, ne? Eigentlich auch noch eine Energie... Source, die wir nutzen könnten, weil wir ja schon viele Sepplinge über haben. Können wir tun, ja. Ich meine, das Problem ist, wir müssen schauen, dass das trotzdem eine limitierte Anzahl von Sepplingen gibt. Ja, ich weiß nicht, kann man das irgendwie begrenzen, dass er nicht unendlich viel rauszieht? Wir können mit einem ME-Level-Emitter über das ME-System begrenzen, sobald nur noch so und so viele Setzlinge im System sind, dass ein Redstone-Signal an den Bioreaktor ausgegeben wird, sodass er nicht weiterverarbeiten kann. Ach, du ahnst es nicht. Gesundheit. Freut mich. Es funktioniert. Mahlzeit. Ja. Bis morgen. Im Endeffekt funktioniert es, ja. Okay, auch was für Katze.
Ach, was mache ich das denn? Ist nicht was für Katze. Du musst nur den Bioreaktor irgendwo hinstellen und dann zeige ich. Ich habe noch nie mit dem ME-Emitter, ja, genau, das ist nämlich das. Ich habe das noch nie mit so einem ME-Emitter gearbeitet. Ja, aber wenn du es jetzt anfängst, dann weißt du es irgendwann, wie es geht, weißt du? Weißt du? Nein, weiß ich nicht. Oh, unsere Lava-Produktion reicht aus. Was? Jetzt doch? Ja, der Lava-Reaktor rechts wird voll, aus irgendeinem Grund. Weil, interessant, finde ich. Ah, weil die Energieproduktion auch ausreicht. Ja, schön. Ich meine, ich habe jetzt hier oben gerade die Zelle dran, damit das ME-System anbleibt. Die ist jetzt auf konstantem Output auf 2. Hä? Aber dann hast du vielleicht irgendeinen Energienehmer rausgenommen. Ja, klar. Dadurch, dass du den Kern rausgenommen hast, ist gar nichts mehr verbunden. Kollege. Ja, das wollte ich ja eigentlich auch. Aber ja, das ist ja auch kein Wunder, dass das Lava trotzdem reißt. Das Ding füllt sich ja trotzdem noch selber. Weißt du, es füllt sich trotzdem noch selber. So, ich habe mal alles angeschlossen. Mal gucken, wie schnell das wieder leer ist hier. Mir ging es darum, dass die Lava jetzt... Ja, ja, aber ich habe das Gefühl, je weniger Energie drin ist, desto höher ist der Lavaverbrauch. Auch wenn es schwachsinnig ist. Aber sag mal, ist bei dir das Wasser hier eigentlich auch so komisch? Nein, es ist Wasser. Bei mir ist das Wasser hier, um es ehrlich zu sagen, sehr hell. Immer noch? Ja. Dein Fischbuch ist voll. Dein Fischding ist hier. Aber oh, wir haben ein Protection-Buch gekriegt. Das ist schon mal cool. Ja, wir haben immer wieder mal Sachen gekriegt. Dann sag ich, der Fischi! Ich tu die mal ins ME, ist es okay? Ja. Ich mag Fischi. Wir müssen mal so diesen Disenchanter bauen, der diese Verzauberung runternimmt, um damit wir sie verwenden können für unsere eigenen Sachen. Ja. Ist auch ein sehr nices Ding. Jo. 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 Ganz viele Fischi fürs ME. Ganz viele Fischis im ME. Oh, alles ist toller, wenn's Fischis hat. Nichts ist besser als ein Fischkopf. Aber jedes Mal, wenn ich darüber renne, ne, sehe ich meine Bienen und denke immer, nein, in die Richtung gehe ich nicht. Aber ich würde gerne mal zu meinem Soundcraft-Turm, nur leider ist meine Bienen im Weg und deswegen komme ich nicht dran vorbei. Ich hasse Bienen. Hat da jemand ein schlechtes Gewissen? Es ist so zum Kotzen. Ich meine, du kannst dich ja in deinem ganz tollen Direwolf-Modpack noch mit den Bienen beschäftigen. Das ist das Tollste, was du machen kannst. Und das ist so schwachsinnig, langweilig. Also da hat sich jemand echt, also derjenige, der das sich ausgedacht hat, der muss im wahren Leben Imker sein. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Es gibt ja Menschen, die mögen solche Hobbys. Es gibt ja auch Leute, die halten zum Beispiel Ameisenkolonien bei sich selber im Wohnzimmer und sowas. Ja, wenn man langweilig hat. Nee, das Problem ist einfach, du musst halt dieses Kreuzen der Bienen, ist halt so aufwendig, so zeitaufwendig vor allen Dingen, dass ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Es ist furchtbar. Es ist nicht so... Gut nicht, erklärt. Es dauert einfach... Weißt du, du hast diese Spezies mit unterschiedlichen Genomen. Dann musst du darauf achten, dass diese Genomen beim Kreuzen möglichst die gleichen Genome haben, damit sie sich nicht vermischen mit einem anderen Genom. Und wenn du dann... Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und aufhören soll. Und wenn sie dann sich vermischen, dann hast du nachher keine reinrassigen Bienen mehr, sondern Bienen mit auf einmal... kürzerer Lebenszeit, weil du Kacke gemacht hast beim Kreuzen oder also eine Scheiße. Und ich stehe da nur und denke, ja, also der Typ, der das mir, wo ich das Tutorial von gesehen habe, ne, der hat alleine nur um diese blöden Bienen eine Stufe nach oben zu züchten mit Creative Rahmen, also das heißt, dass es innerhalb von 27 Sekunden eine Biene fertig ist, hat eine Stunde gebraucht, um eine Stufe nach oben zu kommen. Kannst du dir vielleicht überlegen, wie lange ich dafür brauchen würde? Länger als eine Stunde nach dem Ausschlussverfahren. Ich hasse dich so sehr. Du bist so ein Doofkopf. Katze hat mein Knuddel. Was für ein Ding? Katze hat mein Knuddel. Was ist denn ein Knuddel? Jemanden Knuddel haben ist wie jemanden lieb zu haben, nur dass ist man das ihn nicht lieb hat, sondern Knuddel. Ich hoffe, das ist auch nicht schwäbisch. Nein. Gut. Knuddel ist Knuddeln. Kennst du ja, das Knuddeln kenne ich, aber... Ja, und Knuddel jemand... ist dann als sozusagen eine Verbform von also nochmal eine Adjektivität davon, würde ich jetzt sagen. Eine Adjektivität so. Davon. Das ist kein Wort, das habe ich gerade erfunden. Ich glaube auch. Oh, wir haben nicht mal Blaze Rods. Wieso haben wir keine Blaze Rods? Du hast doch Blood Magic. Und?
mit, wir haben Black Power, ich seh's gerade. Clutch Magic. Ja, kann ich. Hast du recht, ja recht. Müll, da kann ich ja mal ein bisschen was von machen. Ich hab ja Blood Magic. Ich vergesse das immer. Auch so ein Bereich, den ich angefangen habe und einfach... Der sehr cool ist, der Bereich. Also ja. Das Problem ist einfach nur, dass diese blöde Mob-Farm hier einfach ziemlich behindert positioniert ist und die Mobs einfach nicht so spawnen, wie ich mir das gedacht hätte. Ja, den müssen wir auch noch revolutionieren. Irgendwie ja, mit... Mit wie viel ich höre auf zu reden? 1, 2, 3, 4. Ja, warte, ich muss gerade... hat funktioniert. 3, 4. Ja, mit dem Spawner und ich muss die Mob-Essenz... Wie voll ist denn die Mob-Essenz? Oh, die ist voll! Oh, das ist wertvolles Scheiß. Der darf eigentlich... Deswegen funktioniert der Grinder auch nicht mehr. Ja, wie kriegen wir denn jetzt die Mob... Ich glaube, ich brauche einfach eine zweite Barrel für noch mehr Mob-Essenz. Mehr Mob-Essenz! Da haben wir noch... Gibt's was Größeres als diese blöden Barrels, die wir immer bauen? Die Drums, meinst du? Ja. Wie viel können die halten? 256.000. Ich glaube, kaum wird es was Größeres geben, ne? Bedrock Drum. Ja, klar. Oder, Moment. Gibt's keine Zellen dafür? Doch, gibt's doch. Hier. Haben wir hier so einen Tank? Nee. Gibt's nicht. Okay. Ja, ist nicht schlimm. Okay, dann das Größere, was wir machen könnten, wäre einen großen Tank zu bauen. Wie viel können die Drums halten? 256.000. Ist schon eine ganze Menge. Ne? Also es gibt noch eins, das kann 512.000, das ist der Resonant Portable Tank. Den kannst du auch stacken. Also, da musst du nicht die ganze Zeit wechseln für. So. Ich wollte gerade irgendwas aus Bio bauen. Bio. Den Bio-Reaktor habe ich schon. Ich wollte den Bio-Fuel-Bauer bauen. Ach nee, und dafür brauchte ich Blaze Rods. Genau, und jetzt habe ich alles zusammen. Fertig. Und eine Quest fertig davon. Ray. Und dafür kriege ich Kompressionsdynamos. Was brauchen die denn? Und wir haben noch eine Quest mit dem Culinary Generator. Culinary, den besseren. Dafür brauche ich eine Transfer. Noch nein, nicht schon wieder so eine blöde Transfer. Oh, bitte nicht. Ich hab mich doch schon beim letzten Mal dafür entschuldigt. Scheiße. Okay. Dann komme ich mal wieder nicht drum rum. Oder habe ich die noch? Bitte. Oh yeah. Hab schon oh yeah gesagt. Katze, oh yeah. Bist du noch da? Sag gar nichts mehr, der Blödmann. Ja, ich dachte mir so, ich überlasse jetzt bei Louis gerade mal den Moment. Der gehört jetzt ihm. Wo ist mein QED? Katze! Wo ist mein Katze? Hab ich aber gesagt, dass es im System Katze, ist. Du kannst doch nicht mein QED. Und wie finde also ich das? Also das jetzt noch zu bestellen. Ja, indem du QED eingibst. Nein, ich glaube nicht. Ja, dann gib Quantum ein oder Ender. Und wie finde ich die Prismen finden. Oder wie die heißen? Indem du... Such doch einfach nach der Mod Extra Utilities, da ist es drin. Geht nicht. Sort by Mod. Nein. Katze hat dafür gesorgt, dass meine Prismen weg sind. Welche Prismen denn? Ja, die QED aufladen. Ich weiß nicht, wie die heißen. Da, Enderflux Crystals. Mann. Also ich bin jetzt gerade direkt am System gewesen, habe einmal extra eingegeben und hat es gefunden. Hat bei mir nicht funktioniert. Du musst ein Add und dann den Modnamen. Ach so. Okay, dann kein Wunder, dass ich das nicht hinkriege. So. Döp. Oh, daneben. Und so, wie viele Crucibles haben wir? 16. Das QED ist schon cool. Aber oh, Katze, weißt du, was wir machen müssen? Die Folge beenden.
Ist nämlich schon wieder soweit. Wir hoffen, euch hat nämlich diese Folge gefallen. Ja. Guckt unbedingt bei der Mietigatz vorbei. Link ist in the description. Und da würde ich sagen, kommt morgen wieder, da gibt es die nächste Folge. Ja. Und ich hoffe, ihr habt was gelernt. Macht's gut. Gelernt. Ja, gelernt. Bildungsauftrag wir und so. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.